klar bin ich eitel und mir ist es schon wichtig, aber ich würde jetzt Schönheitsoperationen und so eher ablehnen und würde sowas nicht machen lassen, weil ich denke mir, man sollte eher mit sich selber zufrieden sein. Klar kann man hier und da irgendwie durch Sport oder sowas formen oder ändern, aber jetzt irgendwo in die Natur eingreifen würde ich, glaube ich, nicht machen. Ich bin Caro Dauer, 21 Jahre jung, komme aus Hamburg und bin Bloggerin. Und ich schminke mich jetzt für euch ab. Das Nervigste am Bloggen ist auf jeden Fall, dass man immer relativ gut aussehen muss. Das heißt für ein Shooting, für ein Interview, für ein Video. Man muss immer ein bisschen frisch aussehen. In der Öffentlichkeit oder in der Natur habe ich kein Problem damit, ungeschminkt rumzulaufen. Vor der Kamera ist natürlich was anderes, weil da, da sieht man noch mal jedes Fältchen ganz genau oder jeden Pickel oder was auch immer. Und das Beste am Bloggen ist natürlich, dass man viele Leute trifft, viele Leute kennenlernt, viel herumreist, viele verschiedene Städte sieht, viele Orte und auch Freundschaften dadurch entstehen. In dem Umfeld, in dem ich mich bewege, gibt es keinen Konkurrenzkampf. Ich habe jetzt mittlerweile schon Freundschaften aufgebaut mit verschiedenen Bloggern und da gibt es eher viel Unterstützung und das ist alles total positiv. Ich glaube, es gibt gar keinen perfekten Frauenkörper. Ich glaube, jeder findet an sich irgendwas doof und an dem anderen wieder gut. Gerade das, was einem nicht bei einem selber gefällt. Ja, du hast dünne Beine, oh, du hast aber schönere das. Und es geht einfach hin und her. Ich glaube, das ist eher subjektiv von jedem unterschiedlich. Ich hätte gern eine breitere Hüfte und eine schmalere Taille. Bei mir ist es eher so sehr androgyn, habe ich das Gefühl. Es ist aber auch immer eigentlich meckern um nichts. Ich glaube, aber jeder meckert an sich irgendwie rum. Ich war schon mal in dieser Diskussion verwickelt, zu dünn, zu dick. Auch auf meinem Instagram-Profil schreiben manche drunter, oh, du bist zu dünn. Das ist wieder eine subjektive Betrachtung. Ich kann dazu nur sagen, dass ich so, wie ich bin, eigentlich zufrieden bin und dass ich mich nicht zu dünn fühle und ich eigentlich ganz normal bin. Ehrlich gesagt spüre ich gar keinen richtigen Beauty-Druck. Ich denke einfach, dass man sich, wenn man selbst mit sich zufrieden ist und gar nicht zu sehr darauf achtet und sich 10-mal am Tag im Spiegel anguckt und schaut, oh, wo könnte noch irgendwie was falsch sein, wo bin ich nicht perfekt genug. Ich glaube, dann kommt man erst in diesen Druck und in diese Selbstkritik auch rein. Ich glaube, man sollte einfach mit sich im Reinen sein und dann kommt man auch gar nicht in diese gefährliche Zone. Eine Welt ohne Social Media wäre für mich auf jeden Fall gerade gar nicht vorstellbar, weil das eigentlich ja schon mein Job geworden ist. Ich liebe das, was ich mache und ich bin auch dankbar dafür, dass ich das machen darf und kann. Und es wären auch total viele Freundschaften dadurch nicht entstanden durch Social Media, was mir auch total wichtig ist. Also wäre schade drum, aber es genauso gibt es auch, es gibt, glaube ich, an allem positive und negative Seiten. Caro Dauer und ich habe mich für euch abgeschminkt. Ich habe mich für euch abgeschminkt, um euch zu zeigen, dass Persönlichkeit und Ausstrahlung zählt und nicht der dicke Lidstrich. Wenn ihr noch mehr dieser Videos sehen möchtet, dann abonniert doch einfach den Glamour Channel.